Willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Wir sind immer noch an der Ausgrabungsstätte und Watson steht da hinten. Ich weiß nicht, was er macht. Keine Ahnung, warum er da hinten steht. Er ist sich wohl ein bisschen zu fein hier, ein bisschen. Ja, ich muss noch... Nee, das konnte ich nicht mitnehmen, genau. Ja, Watson, auf was wartest du da? Ich weiß es nicht. Schade, dass ich hier nicht irgendwie auch rüberrufen könnte, kann. Huch. Okay, schauen wir mal weiter. Ich befürchte ja hier schlimme Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Area 1 war ich fertig. Area 2 war ich auch fertig. So, wo geht's jetzt hin? Ist das Area 3 oder schon 4? Nö, nö, nö. Nö, nö. Abmarsch. Das ist die Area 4. Gut, gut. Was gibt's hier? Nicht? Ein Eimer mit Wasser? Den brauche ich später. Nee, gar nicht. Okay, hier gibt es... nee, nee, nee. Hier gibt's gar nichts. Doch. This railway is used to remove rubble from the site. Ist hierhin vielleicht der verschwundene Zug? So, ein Regal. Was haben wir hier? Wir haben wieder Dokumente. Natürlich. Sehr geehrter Lord Blackmore, der Direktor der Thermen, Sir George... Gregory Pitkin war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat er sich zum Besseren entwickelt und jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass Menschen seines Schlages mit einer Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich, Ihnen eine gute Nachricht aus den Thermen von Strand Lane unterbringen zu können. Ich stehe nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts. Eines Artefakts, das auch von Ihrer Partei auf dem politischen Parkett eingesetzt werden könnte, um die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und das Königreich der jeglichen Gefahren zu schützen. Hochachtungsvoll. Bandclip. Gut. Calvin. Hobbs und, Hobbes? Und du kommt euch wohl sehr witzig vor. Ich musste auch wirklich lachen, als ihr Miss Derkins Notiz über, das Hadrian Store eingefroren habt. Aber da bald die Prüfungen anstehen und weil du das sogenannte Gehirn eures verwundersamen Duos bist, warne ich dich. Passt meine Gastrapetes, die antike griechische Armbrust und nicht ein Mittel gegen Blähungen, wie du wohl angenommen hast, nicht an. Sonst erzähle ich Miss Wormwood alles, was ihr in den letzten beiden Jahren getrieben habt. PS, ich habe Hobbs Thunfisch-Sandwich gegessen. Hobbes, Hobbes oder so. Eine Fresse, ne, die haben aber auch immer Scheißnamen. Der Scheißnamen nicht aber, ne? This ihr wisst is ja. A reproduction of an ancient Greek crossbow. Mhm. Hier haben wir noch eine Skizze von so einem Belagerungsturm. Ja, da wurden die Seile mit drüber geschossen und dann Abmarsch. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Aber da muss ich ja noch irgendwas machen, Gegenstand von Interesse. Aber anscheinend jetzt This noch nicht. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Das heißt, das Seil und die Dingen benötige ich für später. Holztafel. Bauen wir den Turm nach, oder wie? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Ja, anscheinend haben die irgendwie sowas vor, oder nicht? Warum sollte das sonst hier hängen? Den Turm sehe ich hier nicht, also... Wollen sie sowas bestimmt irgendwie nachbauen, oder? Keine Ahnung. Und hier ein Stier? It is a broken statue of a bull. Mhm. Das ist korrekt. Hier haben wir auch noch mal ein paar Statuen. Neptune, the god of the sea. Ja. Das war's. Die anderen interessieren dich nicht. It is a statue of Minerva. Minerva.
Construction Haken? Hooks. Construction Hooks. Ja, wann willst du das denn haben? Da muss ich ja nochmal komplett zurücklaufen. Hättest du alles schon mitnehmen können. So, in dem Gebäude war ich schon drin. Watson steht da immer noch. Keine Ahnung, ob der... Hängst du oder was ist los? Watson, mein Freund. Sag mal. Kommst du mit? Komm. Komm, das ist doch interessant. Komm mit. Komm, komm. Ach, nee. Er hat keine Lust. So, wir haben jetzt noch hier... Ja, nach unten, genau. Yo, was gibt es denn hier Schönes? Wandmalereien? Ja. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ah, wir haben ja die Kelle, genau. Stimmt. Warum haben sie die denn jetzt wieder? Das ist die Therme? Nee, das ist ein Bad. Mach das ordentlich. Schön ordentlich. I can see now. Ja, was siehst du? Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Ach ja, stimmt, doch. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ja, vielleicht um aufzumachen. Die wollen ja dort die Therme nutzen und wenn das wirklich dort irgendwie was Wichtiges ist, dann würden sie die noch geschlossen halten. Vielleicht ist es deswegen. Was hat er denn jetzt gerade eigentlich gesagt gehabt? Verwenden. Steht eine Statue von... Steht eine Statue? In Fresco? Auch verwenden? Wofür? Das hier ist ja Fragen. Das ist die Frage, wen wir da befragen. Und die müsste ich noch analysieren. Das heißt, ich muss jetzt erstmal... Aber was meint er mit verwenden? Verwenden später dann im Zusammenhang mit dem Bogen und so weiter. Wahrscheinlich. Weil im Moment kann ich ja noch nichts machen. Er hebt das ja einfach nie auf. I don't need the ropes for now. Da hatte ich alles. Und sonst ist ja hier nichts mehr. Oder kann ich noch irgendetwas mit den Statuen machen? Weil da steht ja verwenden. Vielleicht unten oben irgendwas von hinten. Nee. Die möchte was haben. Ja auch. Ja, keine Ahnung. Dann muss ich erstmal, gehe ich mir erstmal analysieren. Erstmal analysieren gehen und dann geht es weiter. Ja, dann muss ich noch befragen über den Kult. Dann muss ich gucken, wen. Und dann hoffe ich, dass da irgendwie noch... Vielleicht muss Verbindungen knüpfen erst noch. Also schaffen. Das könnte auch sein. Aber wir machen jetzt erstmal die Analyse. Einmal analysieren, bitte. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Oh nein. Drehen und vertauschen Sie die Teile auf Basis ihrer Form und um sie passend zueinander zu positionieren. Okay. So, wie mache ich das denn? So kann ich den schon mal drehen. Mhm. Aber ich komme nicht hoch und runter, oder? Du Scheiße, was hat der denn jetzt vor? Jo. Jo, jo, jo. Dreh das Ding mal. Was machst du denn jetzt? Überprüfen? Überprüfen? Nee. Hey, was machst du denn damit? Willst du jetzt erst den haben?
Okay, Moment. Jetzt habe ich die bestimmt jetzt schon so vertauscht, dass hier nichts mehr funktioniert. Ich brauche eine mit so einer Einkerbung. Genau so. Zum Beispiel. Und jetzt überprüfen. Halten, vertikal drehen. Da geht er wieder zurück. Ah, so kann ich das auch nochmal drehen. Nee, ich brauche das Ding auf jeden Fall hier. Weil da unten ist schon mal so eine Einkerbung. Dann brauche ich ja schon mal hier keine Einkerbung. Das heißt, die würde so sein. Nicht tauschen. Oh, das ist ja blöd. So. Lass das so. Jetzt will ich nur die haben. Ready? Also die ist auch schon mal falsch. Jetzt ist natürlich die Frage, ich muss jetzt mal eben nochmal nach oben. Okay, die ist korrekt. Also die könnte korrekt sein. Also, ne? Aufmach. Oh ne, die ist dann auch falsch. Oder ich kann den noch drehen. Kann den ja nicht nach oben unten drehen. Shit. Boah. Brauche ich auf der Seite auf jeden Fall so ein. Lass den so. Okay. Okay. So, dann brauche ich bei denen. Das könnte der sogar sein. Hauptrich. Ah ne, der hat unten noch. Mist. Wer hat denn unten nichts? Der und der. So, das sind ja auch sowieso die, die ich gerade. Ja, moin. Der hier. So, der müsste aber jetzt passen, oder? Von der Seite hat er auch nichts. Schön. Schönes Ding. Der hat von unten etwas. Brauche ich noch einen. Ah, warte, ich muss erstmal gucken, mit wem ich das tauschen muss. Dem hier. Was macht der? Komme ich da dran? So. Okay, der passt da rein. Der passt da rein. An der Seite ist nichts, an der Seite ist nichts. Seite, nein, 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 gut. Jetzt brauche ich welche, die unten, wie zum Beispiel der hier und an der Seite nichts haben. Nehme ich jetzt mal den, tausche den mit dem. Und müsste ihn so drehen. Jo. Jetzt müsste ich den... Hat der unten überhaupt was? Dann muss ich mal kurz gucken. Ja, hat er. So müsste ich den lassen. So wäre falsch. So wäre auch falsch. Passt der schon mal nicht. Nee, der passt auch nicht. Der würde da passen. Also ich brauche einen... Könnte... Der sein. Gib mir den mal kurz. Mal ausprobieren, komm. So. Ja. Nee, passt nicht. Schade. Hm. Aber jetzt wären das schon echt, Nee, der passt nicht. Dann bräuchte ich einen... Oh. Jo, der passt auch nicht. Oh, ich könnte ja auch den einfach drehen, oder? Was machst du? Lass das. Mach das weg. Ja, tausch noch mal, weil es so lustig ist. I will count this piece as a starting point. Also ist der untere falsch, sehe ich gerade. Die beiden unteren sind falsch. Ah ja. Okay.
Aha. Jupp. Was? Warum nicht? Ach so, der hat unten nichts, ne? Doch. Der wäre doch perfekt, wäre der doch. Also, immer. Guck mal, dann gib mir mal den hier. Ich brauche ja für oben noch einen. Das war schwachsinnig mit dem, weil er hatte oben nichts. Das heißt, der würde auch nicht funktionieren. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Geräusche herkommen. Gib mir mal den. Der ist sowieso falsch. Ja. Dreh den mal. So. Überprüfen. Jawohl. Nice. Die beiden sind auch falsch. Warum auch immer die falsch sind. Es muss ja einer sein, der unten nichts hat. Ich mache erstmal oben weiter. Ja, sag mal. Das ist doch jetzt egal, welchen ich da nehme oder nicht. Nee, der kann es auf jeden Fall nicht sein. Weg damit. Dann drehe ich der. Kann es auch nicht sein. Doch, so. Nee, auch nicht. Ja. Der müsste da richtig sein. Der ist auch richtig. Das ist doch schon mal schön. Jetzt habe ich... Der nicht. Hol den mal rüber. Ja, hallo. Schön. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich die beiden wahrscheinlich noch miteinander tauschen. Oder kann ich... Ne, der passt nämlich eben nicht. So, ich dachte, der wäre schon richtig. Der ist auch richtig. Jetzt ist er richtig. Nee, der war ja auch falsch. Oder ist der richtig nur, weil er jetzt so ein... Ah! Wegen den paar Zentimeter. Okay. Der feine Herr. So. Aber was mit denen falsch ist? Ah! Ja klar. Oh, das war eine schwere Geburt. Das war echt eine schwere Geburt. And it is ready for casting. The mold is prepared for casting. Nein. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet. And yet. Was? Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Wo hole ich das denn her? Ist das Wasser? Jo, das ist Wasser. Now let us see what we have here. Schüttel? Jo, komm, einmal schütteln. Ah, dass sich das schön verteilt. Hui. Okay, jetzt öffnen. Ein Dolch. Ich frage mich jetzt gerade, ob man das auch gesehen hatte vorher. Dann wäre es ja voll leicht gewesen, aber das habe ich gar nicht gesehen. Ach, man hätte auch hier einfach nur... Zack, zack. Ach, blöd. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. Mhm. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Ja, aber das würde auch passen vom Winkel her wahrscheinlich. Den Analysetisch untersuchen. Den Täter finden. Nein, mal gucken, was wir jetzt alles haben. Der Champagner, ne? Oh Mann.
Die seltsame Wunde. Die Wunde stammt von einer auffällig gekrümmten und scharfen Waffe. Jetzt müssten wir ja noch irgendwo, da die Gussform. Die Gussform dient zum Kopieren des goldenen Dolches. Die Form entspricht der Form der Tatwaffe. Das passt zusammen. Gegossene Waffe. Mit der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt. Das ist korrekt. Jetzt haben wir noch sehr flüssiges Blut. Kann das mit den Medikamenten vielleicht zu tun haben? Dass die irgendwie... Nee, das war ja mit Wasser, war das irgendwie vermischt. Rechtzeitiges Auftauchen. Rechtzeitiges Auftauchen. Entweder die Pläne wollte Blinkhorn entlassen, Ausgrabe in den römischen Thermen zu stoppen. Auf diese Weise hoffte er die Thermen. Genau, und er hat ja eine wichtige Entdeckung gemacht. Und somit ging es ja nicht. Somit blieb es ja offen. Blinkhorns Demütigung. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rutney gerettet. Doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rutney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Nehmen wir erstmal jetzt das. Das spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Rechtzeitiges Auftauchen und die kaputte Brille natürlich. Nein. Seltsame Wunde und das flüssige Blut. Passt das zusammen? Das passt zusammen. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Das ist die Frage, reicht dieser Dampf aus dafür? Naja, bin ich jetzt erstmal hier. Oh, ich müsste, glaube ich, in die Richtung gehen. Rechtzeitiges Auftauchen... Die gestohlene Notiz. Wo war denn das andere, was ich nehmen wollte? Die gestohlene Notiz und rechtzeitiges Auftauchen. Nee, passt nicht. Schade. Ach, ich bin immer noch hier in der Notiz. Wie mache ich das denn nochmal weg? Ah, so. Also, beschweren sich über den großen Einfluss von Rutney, seine Meinung nach hinsichtlich der Term hatte. Oft daran rechnet die archäologische Arbeit in den Thermen. Mach das mal weg wieder. Genau, was war mit der kaputten Brille? Liegt auf den Kohlenbecken in den Thermen. Aufgrund der Hitze ist sein Brillenglas gesprungen. Wozu soll das passen? Zu seinen Medikamenten? Nein, passt nicht. Dann habe ich dafür noch nichts. Uiuiui. Und den Champagner habe ich ja auch noch. Er rettet die Arbeiten. Und dann müsste das mit einem von denen noch passen. Wo war das andere jetzt nochmal? Die Beschwerde und die gestohlene... Achso, das passt nicht mit der gestohlenen Notiz. Dann müsste das passen, ja. Pitkins Sorgen. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der römischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte. Er war verärgert. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, aber nimmt starke Medikamente. Na gut, es ist dann naheliegend, dass es vielleicht Garrow war. Jawohl. Möglicherweise Silberwaffe. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlenbecken zu einem Metallklumpen geschmolzen. Das führt mich zu, oder bringt mich zu... Silberwaffe herstellen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen Silberdolch herzustellen. Okay.
Da haben wir schon mal eine neue Aufgabe. Silberdolch herstellen. So. Garros Medikamente und Champagner. Oder ein Champagner mit Eismittel gefunden. Wir wissen noch nicht, wer sie dorthin gebracht hat. Okay. Die gestohlene Notiz. Die Notizen zufolge stand er kurz davor, eine bemerkenswerte Entdeckung zu machen. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Wo mache ich den jetzt? Kann ich den hier schon machen? Ach, ich kann den schon hier machen. Okay, dann mache ich den. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin.